Moin, herzlich willkommen auf unserem Homematic IP YouTube-Kanal. Ich habe euch heute unseren smarten Alleskönner mitgebracht. Die Kontaktschnittstelle Unterputz einfach. Schönes kleines Modul, zwei Adern dran. An denen können wir alles Mögliche an potenzialfreien Kontakten anschließen. Magnetkontakte, Schalter, Taster, ganz egal. So, wir wollen diese Kontaktschnittstelle jetzt einfach mal anlernen. Im Menü Gerät anlernen auswählen. Und jetzt müssen wir einmal die Systemtaste betätigen auf dem Gerät. Kurze Zeit später sollte sich dieses dann jetzt im Anlernmenü melden. Das tut's auch. Die letzten vier Ziffern kriegen wir auf dem Aufkleber von der Rückseite oder der QR-Code-Aufkleber, der auch den Geräten beiliegt. Ich gebe das hier mal ein. Bestätige das unten rechts mit dem blauen Haken. Wir sehen auch schon, es ist das richtige Gerät. Als nächstes müssen wir jetzt auswählen, in welchem Raum wir dieses Gerät hinterlegen. Wir nehmen jetzt einfach mal das Wohnzimmer, bestätigen das Ganze mit weiter. Der Name Kontaktschnittstelle Unterputz 1 wird standardmäßig gesetzt, den lassen wir auch einfach mal drin stehen, bestätigen auch das mit weiter. Jetzt werden wir gefragt, was wir machen wollen. Wollen wir dieses Gerät im Raumklima verwenden, um zum Beispiel die Temperaturen beim Lüften abzusenken? Licht und Beschattung, dort können wir angelernte Aktoren steuern, was dem Thema Licht und Beschattung zugeordnet ist. Oder Sicherheit. Hier können wir Fenster oder Türen über Kontakte überwachen. Wir wollen später damit ein Licht schalten, wählen also Licht und Beschattung aus, bestätigen das Ganze mit weiter. Das war's auch schon. Wir haben jetzt unsere Kontaktschnittstelle sauber angelernt und können diese jetzt verwenden, um Licht und Beschattung zu steuern. Das war's auch schon. Jetzt habt ihr einen kleinen Überblick erhalten, was unser smarter Alleskönner alles so kann. Und ich denke, er wird euch an vielen Projekten weiterhelfen. Schön, dass ihr dran geblieben seid. Ich habe in der Zwischenzeit einmal unsere Kontaktschnittstelle hier in einer normalen Hohlwanddose hinter einem Schalter montiert und möchte euch jetzt mal zeigen, wie man das einrichten kann, dass wir hiermit jetzt unsere Stehlampe schalten können. Wir erstellen nun eine Schaltgruppe im Menü unter dem Bereich Licht und Beschattung. Wählen wir die Gruppen an, erzeugen uns mit dem Plus eine neue Schaltgruppe. Wir nennen die jetzt einfach mal Licht, bestätigen das Ganze mit Weiter und wählen jetzt als Gerät, was wir schalten wollen, unsere Stehlampe aus. Bestätigen auch das wieder mit Weiter. Im nächsten Schritt wählen wir jetzt unsere Kontaktschnittstelle Unterputz aus. Gehen auch wieder auf Weiter. Jetzt sehen wir schon hier unsere Zuordnung. Zwei Geräte sind zugeordnet. Einschaltdauer unendlich, das ist das, was wir machen wollen. Und die Aktion bei Betätigung im Toggle-Betrieb. Nachdem die Konfigurationsdaten übertragen sind, sehen wir nun, dass wir unser Licht mit diesem Schalter ein- und ausschalten können. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und ihr habt schon viele Ideen, wo ihr unseren smarten Alleskönner einsetzen wollt. Teilt uns das gerne mit, wo ihr das Ganze macht, schreibt das gerne in die Kommentare und dann bis zum nächsten Mal.